Fun, hier ist euer Aboram zurück in Assassin's Creed Valhalla und wir sind mal wieder in... Tür, bist du hier? Ja, Valhalla unterwegs und zwar geht es um ein bindendes Schicksal. Teil von Das Schicksal des Erhabenen, Kapitel 5. Ivor kämpft gegen Odins Untergang an und Asgard zu retten. So, und dann müssen wir erstmal mit Tür reden und das machen wir jetzt. Avi, welch Wohltat für meine Augen. Was ist mit deinem geschehen? Ein Opfer für etwas Wichtigeres. Ist der Wolf in der Nähe? Ja, er ist gewachsen. Ich habe ihm Gesellschaft geleistet. Doch ist er von einer unerklärlichen Traurigkeit befallen. Bedauerlich, aber notwendig. Ich wusste gleich, dass dieser Wolf ein schlechtes Omen ist. Anfangs hatte er ein sanftes Wesen. Doch unser Misstrauen und unsere Grausamkeit nahmen dem armen Wolf seine Freude, sein Leben. Wäre es also barmherzig, ihn zu töten? Es ist zu spät für diese Gnade. Dieser Wolf hat so viel Kraft, wir könnten es zusammen kaum mit ihm aufnehmen. Ich fürchte, er ist von einer Stärke erfüllt, die ihn ewig leben lässt. Dann werden wir ihm ein anderes Schicksal anbieten. Dieses Seil ist unzerstörbar. Du musst ihn überzeugen, es zu tragen. Es wird als Leine fungieren, deren Magie anzeigt, dass er keine Gefahr darstellt. Eine Versicherung für die Aesir, die ihn fürchten. Ein Leuchtfeuer, mehr nicht. Kein Leid soll dem armen Fenrir widerfahren. Fenrir, ja. Du kennst den Namen des Geschöpfs. Hat Loki ihn dir gesagt? So ist es. Ein guter Name. Ja, der im Sumpf lebt. Ein passender Name angesichts seines Schicksals. Fenrir! Gute Neuigkeiten! Lass mich. Ich wünsche dir das Beste. Doch noch immer herrscht große Furcht in Asgard. Die Aesir sorgen sich ob deiner wachsenden Größe und Stärke. Tun sie das. Wieso sollten sie sich denn fürchten, alter Freund? Havi bringt eine Leine, die von Zwergen gefertigt wurde. Ein Leuchtfeuer, das wir aus der Ferne sehen, damit wir wissen, wo du bist. Trage es. Und du darfst in Asgard leben und gedeihen. Das riecht irgendwie faul. Trag die Leine. Oder kehre zurück nach Jötunheim. Triff deine Wahl. Sohn des Loki. Habe ich dich nicht mit Güte behandelt? Wir beide sind verbunden. Und wie ich meinem König traue, so traue du auch mir. Öffne dein Maul. Als Zeichen des Vertrauens kannst du mir meine Hand nehmen, falls ich lüge. Schön. Mach schnell, Harvey. Hier stirbst du, Übelstifter. Ja.
Du sprichst in Rätseln. Der Sitz der Götter wird rot. Rot vom Blut. Erzähle, wenn ich in Kälte und Dunkelheit schlafe und davon träume, dein Fleisch zu kosten.
Ich vermochte den Todesstoß nicht zu setzen. Meine Eide bleiben ungebrochen. Jeder Geringere hätte seinem Hass freien Lauf gelassen. Hätte es nur einen anderen Weg gegeben. Es gab keinen anderen Weg, Harvey. Unser Schicksal steht fest. Schicksal oder nicht, du brachtest ein großes Opfer. Für mich. Es war nicht für dich. Du hast dir mit deiner Gnade keinen neuen Freund gemacht, Herr der Geistesschwachen. Ich werde dich töten. Euch alle. Ich fress mich am Aesir-Fleisch fett. Du magst den letzten Schlag ausführen, Sohn des Loki. Doch ich genieße meine Jahre der Freiheit, bis wir uns wiedersehen. Komm, alter Freund. Die heilenden Hände Freyas können dir helfen. Kommt ihr, um zu sagen, was ich fürchte? Wir sagen nichts, doch wir zeigen. Eine Vision der Zeiten, die kommen. Kein Lebender oder Toter kann jemals Hagens Hochmut erreichen. Zu glauben, dass du dein Schicksal so ändern könntest. So sehr du dich auch mühst, so sehr du dich auch wehrst, die Fäden des Schicksals binden dich so fest wie ihr die. Und doch, aus diesem Muster entkommt ein Faden dem Gewühl, und haftet sich stur an das Gespinst. Aesir, Vanir, euer Untergang kommt. Die Erde wird beben, die Sonne wird sterben. Jötner werden eure Wege bevölkern, während es Feuer auf euch herabregnet. Und der große Fell des Wolf wird sich an eurem Blute laben. Doch du hast einen Weg gefunden, den Schrecken zu überlisten. Lasst es fließen. Den Tod zu überlisten. Vom Lebensbaum kommen wir. Zum Lebensbaum kehren wir eines Tages zurück. Dein Huga wogt in eine Zeit lange nach der deinen. In eine Zeit, in der du wiedergeboren wirst. Niemand darf folgen. Schon gar nicht Loki. Es ist getan. Nun stellen wir uns dem Ende. Und nach diesem Bosskampf haben wir es jetzt endlich geschafft. Die Asgard-Saga ist abgeschlossen und wir bewegen uns jetzt wieder zurück. Heute sollte ich noch nicht sterben. Komische Sprache, oder?
Eivor, du bist erwacht. Ich hoffe, du bringst neues Wissen. Ich war wieder in Asgard. Und was hast du gesehen? Ich fesselte den Fenriswolf, Lokis Sohn, mit einer unzerstörbaren Leine. Das Biest war erzürnt von meiner Tat. Wir kämpften und ich siegte. Aber ich konnte es nicht töten. Du tauchst ein in Legenden. Dinge, die ich nicht für wahr gehalten habe. Gleichnisse. Doch du durchlebst sie wie Erinnerungen. Ich fühlte jeden Moment. Und sie waren echt. Wie du und ich, die wir hier sitzen. Das ist wundervoll. Was hast du noch? Es gab ein Verrat. Ich betrog meinen Freund, Tyr. Ich sah zu, wie der große Wolf ihm den Arm aus der Schulter riss. Ich hätte es mit einem Wort verhindern, ihn warnen können. Aber ich tat nichts. Wie hast du dich gefühlt? Sein Schmerz berührte mich nicht. Da war kein Hass, aber ich bereute meine Gleichgültigkeit nicht. Wie Gift, das nach Wein schmeckt. Maßlose Selbstbezogenheit kann sich so anfühlen. Was hast du noch gesehen? Ich sah eine letzte Vision der Nornir, das Herannahen von Ragnarök. Da waren nur Feuer und Asche, ein Chaos, übel wie der Wind aus den Tiefen von Ginnungagap. Doch wir waren bereit für den nahenden Sturm. Zu acht tranken wir Met und gingen gemeinsam unserem Ende entgegen. Das war das Ende der Prophezeiung der Nornir. Wie seltsam. Was sahst du noch? Mehr habe ich nicht verstanden. Also gut, es erscheint mir klar. Der erste Traum sprach von der Furcht vor dem Verrat, die auf dir lastet. Odin schien es angemessen, sein grenzenloses Wissen mit dir zu teilen und den Schatz seiner Erfahrung. Vielleicht soll dir seine Geschichte eine Warnung sein. Seine Gleichgültigkeit ist bedauernswert. Folge nicht seinem Beispiel. Sonst erwartet dich nur Einsamkeit, eine Verbannung schlimmer als der Tod. Ich verstehe, oder zumindest hoffe ich das. Danke, Valka. Nach einem kurzen Gespräch mit Valka ist auch das abgeschlossen und es geht weiter in unserer Geschichte von Assassin's Creed Valhalla. Wir sehen uns bald wieder. Have fun, euer Aboram. Ciao, ciao.